Es gibt einen ägyptischen Almani, einen Säkularist. Und als die Corona-Krise begonnen hatte, ihr wisst ja, dass in dieser Phase die Ärzte und die Krankenhelfer und so weiter besonders in den Fokus gerückt sind, ne? Und der hat diese Situation ausgenutzt und hat so gemeint: Jetzt sehen wir, wen brauchen die Menschen denn? Brauchen sie die Mashayikh und die bärtigen Männer, oder brauchen wir die Ärzte und die Arzthelfer und so weiter? Dass das totaler Schwachsinn ist, das kannst du natürlich mit einem Müllmann belegen. Stell dir mal vor, es gibt keine Müllmänner mehr. Der Müll häuft sich überall an. Und dann können wir auch sagen, wen brauchen wir jetzt wirklich? Brauchen wir die Ärzte oder die Müllmänner? Das Leben ist viel komplexer als das, ja, nie eine Sorte von Menschen das Ganze in Griff bekommen können. Genauso wie wir den Müllmann brauchen und den Arzt, genauso brauchen wir auch die Ahlul Ilm und die Mujtahidun, die sich eben um das geistige Wohl des Menschen kümmern.